Mein letzter Job bei der Polizei hat ja irgendwie nicht so gut geklappt. Einer meiner Kadetten, Elina, die ist irgendwie am Ende komplett ausgetickt und hat einen Autohändler ausgeraubt. Funny Fact, ich arbeite jetzt bei diesem Autohändler. Ich bin hier untergekommen, wurde bei der Polizei rausgeschmissen, bin die Straße runtergegangen, hab mich hier beworben und jetzt schmeiße ich den Laden hier. Aber heute gibt es ein Autorennen-Special-Event und ich hoffe ja, dass ich das gewinne. Ich habe ein bisschen trainiert. Ich habe hier hinten auch schon alles vorbereitet für meine krassen Maschinen. Mal gucken, was sich so für Gegner hier melden werden. Okay, erstmal will ich hier ein Auto kaufen. Warten Sie mal, sind Sie nicht meine ehemalige Polizeianwärterin, / Verbrecherin, / die Person, die uns die Mafia auf den Hals setzen wollte? Nö, ich wollte hier ein Auto kaufen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind hier ein Luxusautohaus und Sie sehen auf jeden Fall zu hässlich aus. Stehen geblieben, Polizei! Oh mein Gott, da ist er schnell, doch. Schnell, wichtig, wichtig. Haben Sie so eine Person gesehen, grüne Klamotten meistens an, das ist eine Frau gewesen und hat Autos geklaut. Haben Sie die gesehen? Nö. Okay. Check 43, suche weiter. Moin. Boah, das sind doch die Kunden, die ich mir wünsche im Prada-Anzug. Ich verkaufe ihnen alles mit Rabatzen. Was wollen sie haben? Ich brauche einen Rolls-Royce in Weiß. Ja, den haben wir hier in Weiß. Okay, warten Sie. Okay, obwohl gelb passt zu meinem Anzug. Ich nehme auch den gelben. Nein, wir haben den weißen auch im... da habe ich tatsächlich einen Sonder... Elina. Was? Sag mal, schraubst du da gerade einen Reifen ab? Nein. Was war das denn? Ich hab da nur geguckt, ob ich hier auch nicht verarscht bin. Mir Reifen vom Auto geklaut? Solche Autos will ich aber nicht haben. Nein, Sie kriegen doch den Rolls-Royce von der anderen Seite. Ja, okay. Passen Sie mal auf, ich hole jetzt hier eine Spraydose und dann machen wir das ganze Ding weiß. Hier, schauen Sie mal, für Sie mache ich das Ding da weiß, gar kein Problem. Let's go. Okay. Also ist gekauft oder wie? Handschlag? Ja, ist gekauft per Handschlag. Hand drauf. Mit Krit-Handschlag. Okay, ich habe Ihnen hier den Vertrag ready gemacht. Das macht dann $756.000 und 13 Cent. Alles klar, nehmen Sie auch, stellen Sie auch Rechnung aus? Ich mache auch auf Rechnung, aber Sie kommen dann schon nochmal wieder und bezahlen. Ja, natürlich, klar. Okay, Herr Polizeiofficer, ja? Merken Sie sich dieses Gesicht. Der schuldet mir $700.000. Das ist gar kein Thema. Ey, die schlägt Scheiben ein. Da? Mein Auto. Sie haben es gekauft. Vertrag ist unterschrieben. Hallo, Herr Polizist. Nicht. Ich habe aber Leute. Mein Auto wurde kaputt gemacht. Hättet ihr Bock? Bleiben Sie mal kurz stehen, junge Dame gar hier. Gar nichts gemacht. Hier können Sie alles Pullover durchsuchen. Rock. Kopf. Die war doch letztens in den Nachrichten. Nee, die sehen sich nur ähnlich. Was? Ich möchte ein Auto kaufen fürs Rennen. Ach so. Rennen. Apropos Rennen, natürlich. Ja, ihr seid alle recht herzlich eingeladen zu unserem offiziellen Autohaus Autorennen. Elina, du kriegst ein Auto gestellt, du musst nicht ein Auto klauen für das Rennen. Kommt mal mit in die Werkstatt, Leute, und rührt hier nichts an und klaut keine Autos, schlag keine Scheiben ein. Bitte den Weißen auch nicht anfassen. So, jetzt nimmt aus der wir haben drei Rennen. Diese Rennen sind wichtig, denn mit dem Rennen verdient man sich bessere Motoren, die sind hier drin. Und die besseren Motoren sind entscheidend für eine Überraschung am Ende des heutigen Tages. So, also wie gesagt, so Runde Nummer 1, Rennen 1 ist mit einem Mountainbike. Na, jeder nimmt sich eine Spalte raus sozusagen. Wir wollen das Dirtbike bauen für die erste Runde. Da brauchen wir roten Farbstoff, wir brauchen den Motor, wir brauchen Reifen, perfekt. Wir brauchen 36 Eisen und 2 graue Wolle, das haben wir alle. Craften! Tada! So, das Ding müssen wir jetzt an der Tankstelle platzieren, damit wir hier auch ein bisschen Benzin haben. Die sind doch alle voll. Mach ich mal hier, zack. Ey Mann, Langfinger Elina ist wieder unterwegs. Hör auf, hat die, da, Sie doch hat die deine Reifen abgeschraubt erklären, oder wie? Die hat die Reifen abgeschraubt. Hört auf zu schummeln hier. Die hat die Reifen in der Hand. Ist und das auch krank. Den Motor. Jo, die hat hier alles abgezogen. Das Ding ist, Gambo hat den Motor und die Reifen in meins reingemacht und dann habe ich meins gecrawlt. Die hat den so abgeripperoni, Alter. Okay, ich hab mein Dirtbike ready. So, dann musst du das neben der Dings hier platzieren und dann... Oh, Bruder, nein, aber ich hab so eine Kiste. Habt ihr auch so eine Kiste? Ja, die musst du platzieren. Alles dann? So, ich glaube, das reicht, oder? Okay. Kenny, nein, da ist kein Benzin drin. Doch, ist Benzin drin. Alles gut. Doch. Ben? Gell? Ich kann nicht so gut craften.
Okay, musst du damit fahren? Muss man das Ding tanken oder? Bro! Muss man das tanken oder fährt das? Einmal voll machen, bitte! Ich denke, das fährt auch so, Handy. Ich glaube nicht, dass man das tanken muss. Okay, ich weiß nicht, ob du damit ehrlich gesagt eine Chance hast, aber ich wünsche dir viel Glück. Haben alle, oh ja, es sieht auch geil aus. Genau wie meins, in blau. Ich stehe falsch rum. Hast du getankt? Alles voll? Nee. Mensch, Gambuja, so. Ey, ich kann aber nicht. Sie sind doch hier im Ding drin. Ja, aber ihr müsst da selbst um eure Maschinen kümmern. So. Abfahrt, Leute. Rennstrecke Nummer 1 durch den Wald. Wie starte ich? Hier ist der Knopf aus. Okay, ich bin auch da. Elina, du musst hier weiter vor an die Linie. Hier ist doch die Linie. Ja, eigentlich ist es. Achso, dann machen wir hier die Linie. So, wenn die Ampel auf gelb geht, geht's los, ne? Okay. Ist gelb. Ist wirklich gelb, das war perfect timing. Oh mein Gott, was? Hä? Ich habe einfach Spaß gesagt. Nein, ich fahr richtig kacke. Habt ihr irgendwie einen anderen Motor drin? Das Ding ist, ich kann mir Candy nicht angucken. Ich will dir für den Sieg schwitzen. Weil die Lieder schwitzt hier so rein. Hallo. Hä, wo geht's hier lang, Bruder? Kreisverkehr. Oh. Die hat mich überholt, Leute. Das ist illegal. Ist Gambo hinter mir? Gambo ist hinter mir? Nee. Nein, ich bin vor dir. Ich mach Perspektive, ich glaube, das ist OP. Du wirst noch einen Fehler. Ja, und da ist der Fehler. Elina kommt mit Druck. Was ist das hier? Danger Zone. Aua. Danger. Die Danger Zone? Es gibt zwei Wege. Ich gehe rechts. Verdammt. Ich glaube, meiner war besser, oder? Ich weiß nicht. Nee, meiner war besser. Ich bin wieder Prime hinter dir, Ben. Oh nein, hier kommt die Ziellinie. Ich sehe euch schon gar nicht mehr. Zack. Alter Gambo, also Candy hatte ja das falsche Fahrzeug, okay. Aber Gambo? Ich hab hier ein ganz dickes Problem. Ja, ich bin auch da, Candy, Freunde! Candy, wo bleibst du denn mit deinem Auto? Das ist so lahm. Ben, steig hinten rauf, komm Leute. Her! Okay, ich glaube, der hat einen Unfall gebaut, lass den mal. Nein! Ich hab gerade auch einen Unfall gebaut. Achtung! Aua, yo! Da ist er! Ich fahre seit 30 Jahren dieses Rennen. Ich bin endlich am Ende angekommen. Ich bin mittlerweile 60 Jahre alt. Fährt sich das Ding eigentlich? Fährt sich das gut? Das ist viel schneller als mein Bike. Man, never ever. Mein Bike ist überlahm gewesen. Niemals. Macht mal die wir haben ja eine andere Rennstrecke jetzt. Rennstrecke Tier 2. Jetzt haben wir wenigstens richtige Straßen. So. Ich hab gewonnen, oder? Aber, Scheiß, ich hab gewonnen. Ey! So. Aber wir kriegen ja noch gar nichts, ne? Die Punkte werden am Ende abgerechnet. Ich komm doch hinterher, warte. Wir müssen das Scoreboard machen, Ben. Yeah, die berühmten Benson-Punkte. Runde Nummer 2. Nehmt euch wieder eure Spalte raus und wir craften. Was craften wir uns denn jetzt, Leute? Was ist denn in der Zahnrennen überhaupt Sache? Keine Ahnung. Nee, ein Go-Kart. Ich muss das erstmal finden und den ganzen Sachen, die man hier machen kann. Der Traktor. Nee, ich gehe auf die andere Seite. Elina zieht mir wieder die Sachen ab, ey. Hey, ich finde da. Ah, hier Go-Kart. Oha, das sieht professional aus. Wir haben jetzt auch einen kleinen Motor, einen Eisenmotor, ne? Das heißt, wir sind jetzt schneller. Craften. Jawohl. Candy, komm mal her. Craften. So. Jawohl. Oh, Candy hat sich jetzt was Richtiges gecraftet. Der ist auf jeden Fall. Ich hab einen kleinen Motor nur. Alle tanken. Alter, Gambo geht übel ab. Oh, ich hab noch nicht getankt. Boah, der schnurrt wie eine Katze, Alter. Candy ist noch aber behupen. Boah, jetzt, Candy, du bist jetzt ein Zugzwang, ne? Du musst. Ja, so, Leute. Friss meinen Staub. Boah, das ist echt schnell. Muss man rechts oder links lang? Links, ne? Links. Da links, ist links, doch ein links. Straßenschild. Wenn die Ampel auf gelb geht, racen wir los. Gelb. Oh, wenn es nochmal geklappt hätte, wäre krass. Gelb. Ups. Gelb. Ja, du musst es. Ja. Oh, Lila hat den besten Start. Yo. Ich werde mir so Mühe geben. Ich werde alle stolz machen. Pilonen. Boah, muss man da durchfahren? Ich weiß nicht. Alter, ich fahr so easy hier durch. Gambo hat anders den Abkürzer gemacht. Das stimmt nicht. Hab's gesehen, live und in Farbe. Jetzt hier. Boost Pads. Hey, die funktionieren nicht, die Boost Pads. Die machen nichts. Das sind übelste Scam Pads. Das sind Betrüger Pads. Okay, wie viele Runden machen wir? Zwei Runden. Zwei. Elina ist dabei. Oh, Elina. Was war das denn für ein Move? Nein. Oh. Kenny, bist du knapp hinter mir? Safe, ne? Ja. Oh, Gambo hat gekackt. Ja! Nein, hä? Wieso cheat ihr? Wie kann er plötzlich wieder vorbei sein? So. Hä, wo kommt Baby? Wieso ist Kenny plötzlich so schnell? Bin fertig! Der hat einen Nitro-Boost oder so. Ja, Baby! Hat wenigstens da für den dritten gereicht, ey. Puh. Alter, Kenny kam da aus dem Nichts. Na, ein Kack warst du vor mir. Hast du Schielaugen oder was?
Hä? Bei mir war ich vor dir. Also, bei mir war ich aber brutal vor dir. Alter, Elina, wie stark bist du? Richtig stark. Das halte ich für eine Sekunde war ich vor. Das halte ich von Gambos Leistung. Weg! Ey! Weg mit dem! Hallo, das ist nicht dein Eigentum. Yo! Alter, das gehört dem Auto aus. Ich kauf das Auto aus, wenn ich will. du hast mal deinen bezahlt, du hast mal deinen Rolls Royce. Hallo, das kommt nächste Woche. Grün, weg! Hey, was schmeißt du das weg? Ich beschmeiß dich mit dem Scheiß. Okay, wir haben eine Bonusdisziplin. Elinas Schrottauto weit werfen. Okay, das war bis hier. Warte, ich stell mich hin. Ich werf die zurück. Warte, ich hab bis hier hingeschmissen. Jetzt zeig, ob du weiterwerfen kannst. Warte, ich wollte zurückwerfen. Wie wirft man? Du musst irgendwie in die Luft so leicht gucken und dann Shift und rechts klicken. Das werfen? Nein. Ach, schade. Der macht mit Anlauf. Oh, hey, yo! Was war das für Alter, in der Luft sich reingesetzt. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist krank. Das ist krank, Alter. Okay. Es bleibt spannend, denn jetzt im finalen Rennen gibt es eine doppelte Punkte-Round. Oh. Die letzte und alles entscheidende Runde. Und wir fahren mit einem Smart Car. Keine Ahnung, was das ehrlich gesagt ist, aber. So cool. Was ist ein Smart Car? Das habe ich vorhin schon gesehen. Smart. Ich glaube wirklich, die meinen von Smart damit. So, also wo haben wir es denn? Ein sehr kleines Auto. Das könnte ja auch zum Beispiel ein alles gut, Elina. Oh mein Gott, was hat das? Alles gut. Okay. Wir brauchen Rot, wir brauchen den gold-elektrischen Motor, wir brauchen die Sportreifen und das haben wir alles und wir craften unser Auto. Und ich glaube, hier ist es. Boom. Geil, Alter. Im Grün ist am Start. Das Ding einmal. Wo tankt man? Wo ist das ist ein Elektroauto, das tankt man stimmt, noch nicht. Stimmt, ja, stimmt, Elektroauto muss man gar nicht tanken. Ich tank das aber anders. Echt, tankst du das gerade? Ich tank wirklich. Man kann das wirklich tanken. Ja, man kann es für real tanken, das macht ja gar keinen Sinn. Ist ein Hybrid. Man müsste es doch aufladen. Man kann es wirklich tanken. Geil. Boah, jetzt doppelte Punkte. Wenn man jetzt gewinnt, kriegt man 6 Punkte, ne? Also hier lohnt sich der erste Platz auf jeden Fall. Naja, doppelt. So. Alter, es hört sich auch an wie ein Elektroauto, ne? Boah, das ist die dritte Strecke, Alter. 3 Runden jetzt hier, Leute. Alter, geil. Yo, Kenny hat sich einen Anhänger gemacht. Kann ich da drauf? Ich glaube, du kannst da bestimmt Kisten drauf machen. Das bringt gar nichts, aber das gibt mir einen Turbo-Boost. abmontiert. Das halte ich von dem Ding. Wow. Verdammt, du musst wieder andocken. Ich weiß nicht, wie das geht. Der rutscht weg. Ja, ist ein bisschen schief gebaut alles, ne? Hier. Wow. Ich kann mein Auto nicht tanken. Der eine braucht wieder 100 Jahre. Das ist kein Führerschein, merkt man sofort. Hallo! Er trägt's rum, ich kann das alles können nicht. Können Sie das mehr. Mal auftanken, bitte? Können Sie das Auto mal hinstellen auf den Boden? Du nimmst das Teil und gehst dahin, wo die Luke ist und füllst das da rein. Das hat so aber funktioniert nicht das bei Autos. Ist eine ganz wilde Geschichte. Nein, das habe ich nicht bestellt. Das war ein Elektroauto. So. 3 Runden doppelte Punkte auf. Achso, wenn die Ampel gelb wird, meine ich. Sie ist grün, lol, eigentlich. Fahr doch. Wenn die Ampel rot wird, Regeländerung. Wenn die Ampel rot wird. Oh. Boah, es geht los. Ihr seid ja viel schneller. Ich habe so einen Baba-Start gemacht. Ja, Kenny, war. Du hast hier einen besseren Motor eingebaut, du Junge. Mit Anhänger. Ich hab abgewürgt. Er hat seinen Anhänger abgekoppelt, Junge, wie eine Space-Rakete gefühlt. Ja gut, die Strecke ist jetzt wenig spektakulär, muss ich ehrlich sagen, ne? Ja, gut, also hier ist da war die Luft raus. Hier ist irgendwie, da musst du mir ein bisschen sparen, muss ich ehrlich sagen, ne? Elida, aber ich mach's selber, sag ich ehrlich. Jetzt? War's das? 3 Runden, Candy. Was? Oh mein Gott, da müssen wir 3 Runden. Du Arschloch, Ben! Hä, was denn? Ich bin hinter euch. Du fährst aber dann die falsche Richtung. Ich hab's nicht gecheckt, ehrlich gesagt. Ich sag das selber noch. Ich mach mal kurz eine Pause. Ich seh Ben noch. Das fahr ich dann doch mal. Ciao. Junge, er ist so schnell. Alter Schwede, ey. Hört sich euer Motor auch so krass angestrengt an? Platz, ey. Boah, ich schaff die Kurve nicht. Ich muss hier langfahren, Leute. Ben! Bro, niemals! Das ist viel zu übertrieben. Alter, ich hab den Wendekreis mit dem Auto hier auch. Das ist krank, ey. Guck mal, hallo! Gambo, Digga!
Hey, überrunden wir Gambo oder hat er so krass abgekürzt, dass er jetzt erst mal... Hä, was ist abgekürzt, Junge? Leute, wenn ich gewinne, dann haben wir alle dieselbe Punktzahl, dann haben wir alle gewonnen. Das Junge, ist wer win. Kürzt denn ab? Bendiger! Ja, Gambo! Gambo hat so brutal. Hey, Ben wieder! Ja, ich hab es genau gesehen, Junge, wie du... Ben! Oh, ich kann's noch holen! Ich kann's noch holen! Wie, ja, ist? Ich bin Zweiter! Hä, warum das? Scheiß, Ziel du hast eine Runde gelbe. Weniger! Zweiter! Okay, ich nicht. Wer war jetzt Erster, Zweiter? Ich hab's nicht gecheckt. Elina also, war Erster. Okay, Candy Erster, Elina Zweiter, ich Dritter. Tiermotor! Hab ich ja, nicht. Ja, gut. Candy hat gecheatet. Candy ist Letzter. Ich krieg einen Punkt. Unfairer Wettbewerb. Boah, Elina, das Ding brutal. Ey, wir brauchen Stechen, Candy. Wir müssen Weitwerfen machen. Wir machen Weitwerfen. Ja. Weit, Wurf, so, weit, wir Wurf. Schmeißen beide diese Maschine. Elina, du musst markieren. Also du stellst dich dann, weil du kannst dich ja Pixel genau hinstellen. Ja. Stellst dich genau dahin, wo das Auto ist. Wenn es slidet, es zählt da, wo es halt stehen bleibt. Ne? Okay. Also sprich, wie beim Weitsprung, das, was so die, also das am kürzesten. Verstehst du? Also wenn es jetzt so schräg aufkommt oder so. Okay, Candy, bist du ready? Ich bin komplett ready. Wir okay, dann stell dich schon mal dahin, Idi. Ja. Stell dich schon mal bereit, ey. So. Okay. Okay, ich werfe als Erstes, okay? Nee, ja. Du werfst als Erstes, ist spannender. Was soll ich, okay. Freigegeben. So. Das ist mein Motorrad. Das kaufe ich danach nicht mehr. Ja! Was? Ist das krank? Oh mein ja! Gott. So. Kann ich's nehmen? Dann top das. Ja, kannst du nehmen. Alter, das war ein kranker Wurf. Sollen wir da Wolle oder sowas aufstellen? Nein, Elina macht das. Yeah. Okay, ich muss jetzt bis zu Elina schmeißen. Hast du nicht, weil ich habe einen Trick krank. Angewendet. Ja, du hast es zweimal geworfen irgendwie. Hab ich gesehen. Ich guck, ob du hier übertrittst. 45 Grad Winkel. Muss gerade das sein. Ding geht so krachen. Das wird so krachen gehen. Ich sehe das doch jetzt schon. Okay, wirf. Warte. Na, das ist ja ganz oben. Das ist ganz unten. Das ist gerade, das ist oben. So will ich Mann, sagen. Mann, das sieht so nice aus von der Seite. Okay, let's go. Bam! Wie hast du das gemacht, yo? Oh Mann, soll ich es dir nochmal zeigen? Ja, oh du hast so Mann. Doppelt gemacht irgendwie. Ben, du enttäuscht mich. Hä, ich hab voll Wissenschaft draus gemacht. Dann ist das Ding mega geflogen. Man nimmt das einfach hier. Ja, weiß ich nicht. Sie hat ein Flugzeug. Candy, du musst deinen Preis abholen, du Idiot. Okay, gut, dann kriegt Gambo den dritten Platz, egal. Ja! Zweiten. Ja, den so, zweiten. Elina, du kriegst den Diamantmotor, ich krieg den Goldmotor, Gambo kriegt den Eisenmotor. Jeder von uns darf sich jetzt sein Traumauto mit seinem Motor bauen, den er gerade gewonnen hat. Ich will mir ein Sportauto machen, Alter. Ich will mir auch ein richtig cooles bauen. Welchen Motor habe ich denn bekommen? Du hast keinen gewonnen, weil du mit dem Flugzeug weggefahren bist. Du kannst den Rolls Royce fahren von dem Verlierer davon. Okay. Hallo, ey! Oh, Autoscooter. Was ist denn richtig? Oh, kann ich da... Nee, ist ein elektrischer Motor, verdammt. So, wir brauchen Reifen, wir brauchen den Goldmotor, wir brauchen... Na gut, Rot können wir dann im Nachhinein machen. Alles haben wir so. Zack. Platzieren wir das Teil hier zum Tanken. Zack. Jetzt sprayen wir das Ding rot. Und wir haben ein kleines, aber feines Moped. Müsste eigentlich relativ schnell sein. Also, muss erst tanken. Zack. So, Abfahrt. Boah, die Steuerung ist brutal schlecht. Steig auf, Candy! Ja, ich hab schon. Ja, und Rasenmäher. Yeah. Oha, das war schnell. Alter, die Lenkung ist brutal gammelig von meinem Teil. Okay, wir haben jetzt brutal sie von dem Auto aus geklaut. Meint ihr, ich werde wieder gekündigt? Mann, ich überlebe keine 24 Stunden in einem Job. Ey, du kannst wirklich Rasen mähen, Candy, dein Rasenmäher. Wirklich, warte, hier vorne, warte. Es hat, so. Es funktioniert. Ja, mach mal das Unkraut hier weg, ey. Boah, hier ist besonders großes Unkraut, das sehe ich doch hier. Junge! Ey, du hast mein Fahrrad, mein Ding geklaut. Ich hab's wirklich gerippt. So, Ben, schau mal ganz kurz. Alter, guck mal, ich lass die Reifen durchdrehen. Siehst du diesen Trecker hier auf meinen Schultern? Den wirst du nie wiedersehen. Wow, das war ein Wheelie! Wheelie, Junge, machen wir. Wow! Das ist krass. Ben cheatet! Ja, was wolltest du mir zeigen? Und zwar, Achtung, ich hab einen Trick gefunden. Ich will das, also man muss es so schmeißen und wieder greifen, oder was? Ja. Oh, oh, es ist aber gar nicht so leicht, okay. Also kann man das dann, und er stackt sich? Das stackt sich, ja, man kann das theoretisch unendlich weit schmeißen. Pass auf, guck,
Was? Das ist aber nicht so leicht zu dritt, immer schneller halt. Elina hat sich ja auch einen Camper gezogen. Nee. Nee, ist dreimal das zu machen, ist schon sehr schwer. Es wird immer schneller. Ich versuche dreimal jetzt. Ich wäre jetzt so lustig. Na, dreimal ist voll schwer. Ich schaffe nur zweimal. Okay, ja, beide das gleiche Auto. Cool. Komm rein, wir machen einen Roadtrip. Ich steig bei Elina ein. Roadtrip, wir fahren jetzt alle nach Madeira. Ich habe einen Wendekreis, yeah, Busfahrer, ist das krank. Madeira. Schöne Wetter genießen. Ciao, Gabo. Viel Spaß im verregneten Deutschland. Ey, ich hab doch auch einen. Aber ich bin überarm. Das war 24 Stunden als Autohändler, Leute. Ich hoffe sehr, euch hat die Episode gefallen. Lasst eine positive Bewertung da und schreibt gern eure Ideen in die Kommentare, was ich denn als nächstes für einen Job ausprobieren soll. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao. Oh nein, ich verliere die Kontrolle. Ah.